Zuerst nehmen wir unseren Wasserkocher und füllen es mit 2 bis 3 Tassen Wasser auf. Ich habe das jetzt schon mal für Sie gemacht, wie Sie sehen. So, das Wasser ist schon drin und wie Sie sehen hier, dieser Kalk, ne, hat sich da unten alles abgelagert. So, dann stellen wir es auf diese Ladestation auf und machen den Wasserkocher an, sodass das Wasser kocht. Hallo, heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren Wasserkocher ganz ohne Chemie entkalken können. Dazu brauchen wir einmal Hagebuttentee. Ist egal welche Firma, Hauptsache Hagebuttentee. Davon nehmen wir uns 3 Beutelchen. Dann brauchen wir circa 2 Tassen Wasser und unseren Wasserkocher. Nachdem das Wasser gekocht ist, nehmen Sie Ihre 3 Beutelchen Hagebuttentee und werfen es hinein. Je nach Ablagerung lassen Sie die jetzt ziehen. Bei wenig Ablagerung circa 3 Stunden und wenn es ein bisschen mehr Ablagerung ist, wie hier, wie Sie sehen, dann können Sie es auch ruhig über Nacht ziehen lassen. So, jetzt haben wir einen Tag verstreichen lassen und dieses ist das Ergebnis. Nachdem wir den Inhalt ausgekippt haben, spülen wir diese nochmal mit klarem Wasser aus. So, wie Sie sehen, das Ergebnis perfekt. Es ist alles weg. Falls noch ein paar Rückstände sein sollten, können Sie diese einfach mit so einem Schwamm nochmal auswischen. Aber in diesem Fall brauchen wir das nicht. Es ist alles blitzblank sauber.